Herzlich willkommen hier zu CrowdNet mit dem Dead Engineer auf dem Hallo. PC wieder. Hast du Kiesel, die du hier reinbuttern kannst? Ja. Weil ich habe dir von deinem Chaos da draußen ein paar Bretter reingebracht. Warte. So. Oh. Naja. Wir brauchen noch Steine. Du hast auch keinen Kiesel. Na Ich habe wunderbar. gedacht, ich habe Steine, aber ich habe in dem Fall die Steine schon für meine Äxte verwendet. GG, würde ich sagen. Oh, verdorbenes. Oh, apropos verdorbenes Fleisch, was macht mein verbranntes Essen hier? Kannst du dir noch nicht verbranntes Essen gönnen? Essen ist gut. Ein genügsam Effekt. I'd eat this normally. Interessant. Okay. By the way, wie sieht's aus wieder so bis halb eins oder so? Sowas, ja, genau. Okay, weil ich habe noch Serie weiter zu gucken. Ja, ich wollte eigentlich auch noch, was wollte ich noch fertig gucken? Ich wollte noch Narcos Mexiko fertig gucken. Ah, nice. Ich habe die erste Staffel des Original Narcos geguckt gehabt. Ja, ich habe jetzt normalen Narcos. Ich glaube, drei Staffeln gibt es davon. Und jetzt bin ich bei der zweiten Narcos Mexiko. Ja, nice. Und mehr gibt es ja noch gar nicht. Ja, ich guck gerade Jack Ryan. Ah, ja. Jack Ryan. Ich war oder ich mag die alten Tom Clancy Bücher. Und auch die alten Spiele. Ist eine gute Serie. Ja, bin noch jetzt bei Folge 7 oder so. Es gibt ja auch mittlerweile zwei Staffeln. Und die wollte ich jetzt noch, solange Semesterferien ist, mal durchgucken. Ja, das muss man ausnutzen. Ja. Und da Ich war habe ich auch bis. sozusagen noch so eine Semesterferien-Playlist, was ich noch so alles angucken möchte. Nice. Ja, ja, ich habe heute bis, glaube bis 8 Uhr oder so Serie geguckt und dann noch ein, zwei Sachen auf YouTube. Bin dann ins Bett und habe vergessen. Normalerweise steht mein Wecker immer auf 14 Uhr. Eigentlich Dass immer. du auf jeden Fall bis 14 Uhr immer wach bist. Dass ich ab 14 Uhr immer wach bin, ja, genau. Das Problem ist, ich habe vergessen, ihn anzuschalten. Ja, er bringt da natürlich nicht viel. Ergebnis 15:35 Uhr oder so, erst aufgemacht. Ich meine, jetzt juckt es gerade niemanden, aber muss ja nicht. Ja, das wird bei meinen Eltern jetzt zum Beispiel gar nicht gehen. Die würden so denken, hey, what the fuck? Was machst du so lang? Na gut, ich habe da glücklicherweise weitestgehend meinen Frieden. Ja, aber so, also ich stehe momentan tatsächlich meistens so um 9 auf. Aber Ist auch ganz komisch für mich, weil das ist eigentlich überhaupt nicht meine Zeit, aber bin ich naja. 1 bis 3 Stunden vorher erst wach. ins Bett gegangen, so. Noch Ja, wach. viel Schlaf ist bei mir momentan auch nicht da, aber Na gut, das kann ich ich mir versuche bis um 2:30 sowas im Bett zu sein. bei Das dir versuche ich auf jeden sowieso Fall. vorstellen. Dass ich so auf meine 7 Stunden sind eigentlich ganz in Ordnung. Ja gut, bei mir ist es eigentlich so, ich. Wenn ich Zeit habe, 8 Stunden, sonst halt immer 6. 8 ist Luxus. Ja, genau. Ach, das ist so Optimalfall, deswegen steht der Wecker auch immer um 14 Uhr so rum. Weil, wie man, wenn man richtig rechnet, so sieht, wenn du um 6 Uhr ins Bett gehst, dann kommst du bei 14 Uhr raus. Genau. Das Wasser. Ich brauch Wasser. Gib mir Wasser. Scheiße, komm da nicht ran. Ach so, Wasser aus dem Wasser locken geht ja nicht so gut. Sollen wir eigentlich schlafen? Geht das gleich? Ich geh mal kurz hin. Ich muss sehen. Ich hänge hier an allem fest. Geht ja. I am sleepy. No joke. Sleepy. Hast du eigentlich all die anderen Folgen schon hochgeladen? Mach's gut, weil dann brauchst du nur die aktuellste hochladen und ich schicke dann alle hinterher. Genau. Die sind alle schon fertig, die sind alle schon, haben ein fertiges Datum und
alle haben das ein individuelles Thumbnail. Die ganz, ganz cool geworden sind eigentlich teilweise. Nicht einfach nur das Krone draufgeklatscht, sondern teilweise auch hinter Objekte geschoben sozusagen. Okay. Dass es so ein 3D-Effekt hat. So ein bisschen an Effekt drauf, okay. Ja. Wenn man weiß, wie, ist es eigentlich gar nicht so schwer tatsächlich. Ja, gut, bisschen Maske passen. Ja. Ja, doppelt entsprechendes rausmaskieren. Textur. Genau. Easy. Ah, ich denke, für Leute, die noch nie mit Photoshop oder so gearbeitet haben, für die ist es vielleicht schon schwer, aber wenn man da ein bisschen Ahnung davon hat und da ein Gefühl dafür hat, dann ist es eigentlich schnell gemacht. Ja. Also für ein Thumbnail, was einigermaßen gut aussieht, 5 Minuten maximal, das geht eigentlich echt. Ja gut, man kann es natürlich auch übertreiben mit Custom-Masken, die halt irgendwelche Charakter ausmarkieren oder so. Das dauert dann schon ziemlich lang. Nee. So weit gehe ich dann doch nicht. Es wäre was anderes, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt ein Video und wir wissen auf jeden Fall, das gucken jetzt 100.000 Leute an, dann ist es vielleicht mal was anderes, aber jetzt bei so 30, 40, 50 oder mehr Leuten, da finde ich, muss man auch so ein bisschen. Braucht nicht. Was sich lohnt, was ich. Ja, ich übertreibe, genau. Meine ist ja schon viel wert, überhaupt mal Custom Thumbnails zu haben. Ja. Ich muss mal gucken, dass ich die Affinity-Programme bei Zeiten im Sale mitnehme, weil ich habe meine Adobe-Mitgliedschaft gekündigt. Oh, okay. Ja, 360 € im Jahr. Dafür, dass ich fast alles aus der 360 trotz Student. Student galt nur fürs erste Jahr. Ach was. Okay, krass. Ich habe gedacht, das gilt, solange man ein Student ist. Ich glaube, du konntest mal bessere Konditionen kriegen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe sie nicht. Ja, ich krieg wahrscheinlich jetzt für meinen Dienstrechner CC. Ja, genau, das hatte ich auch. Und eventuell, je nachdem wie das mit der Lizenz ist, kann ich das dann auch für daheim sozusagen verwenden. Mal gucken. Ja. Ach, ich attackiere hier so Mini-Stimmen. Ich attackiere hier irgendwas Großes. Jungspinne. Was gibt's? Jung Kaputtspinne. Ja, wir haben zwei große Spinnen hier direkt in der Nähe, ne? Ja, die messen sowieso. Die eine, die checkt gar nichts und die andere, die hängt irgendwo in einem Ding fest, da oben. Ja, und ich kill gerade ihren Offspring. Bis dato hatte ich halt, oder sagen wir es so, meine Illustrationen oder sowas, Concept Art oder sowas, mache ich lieber mit Clip Studio Paint. Mhm. Weil das einfach feature-technisch, sagen wir es so, Photoshop ist mit viel Zeug für Fotobearbeitung geklattert. Das brauchst du alles für Illustration nicht. Ja. Da ist viel Zeugs dabei, was dir nichts bringt. Und es fehlen dann doch einige Features, die ich für so Illustrationen gern hätte. Und deswegen nehme ich da lieber Clip Studio Paint Pro. Und Videoschnitt mache ich lieber mit Vegas. Weißt du? Ja, ich brauche es eigentlich nicht unbedingt. Ich habe ja die ganzen Mac-Sachen, mit denen komme ich sowieso besser klar. Also Final Cut finde ich viel, viel intuitiver als Premiere zum Beispiel. Ja, das verstehe ich. Aber man braucht halt einen Mac dazu, ne? Das ist natürlich klar. Ja, gut. Ja, und quasi, ich habe bisher für so ziemlich alles einen guten Ersatz, für den du keine monatliche Subscription brauchst, gefunden. Wenn du die Affinity Designer, Publisher und wie auch immer das dritte hieß, Affinity Photo oder so kennst. Klar. Die sind eigentlich ziemlich gut. Habe ich mir überlegt für, also ich benutze ein Pixelmator für Mac. Bitte wer? Pixelmator Pro und Pixelmator und da habe ich mir überlegt, ob ich mir stattdessen Infinity hole, was aber ein bisschen teurer war. Affinity, ja, normalerweise 55.
für jedes der Programme und im Sale 30. Deswegen will ich es wieder im Sale mitnehmen. Einmal für 90 alle drei. Ja, ja, genau. Ich finde, ja. Ja. War, glaube ich, ja. Ja, ich habe es damals halt nur für den Originalpreis. Für Mac kostet es genau gleich, glaube ich. Ja, genau. Aber 50 halt außerhalb immer. Der Sale-Zeit. Ja, und Pixelmator Pro war im Sale, kostet knapp 20, glaube ich. Okay. Ja, gut. Auf jeden Fall werde ich mir dann die Affinity-Sachen holen. Was eine etwas teurere Investition war. Das war auch der Grund, warum ich quasi die Adobe CC doch jetzt die 2 Jahre lang behalten habe. Habe ich doch hin und wieder quasi. Wie heißt das hier? Ach, Visual Effects. Wie heißt das? After Effects, genau. After Effects, genau. Ja. After Effects dann doch des Öfteren braucht. Und ich hatte dafür bis dato noch keinen Ersatz. Jetzt habe ich HeatFilm Express Pro gefunden. Und das okay. ist in einigen Dingen sogar superior zu After Effects. Dementsprechend werde ich mir das holen, und das kostet halt auch 350. Ja, After Effects hat sich irgendwie so ein, auch so ein Status erarbeitet, ne? Ja. So als das Maß der Dinge. Ja gut, hat Adobe ja allein schon mit Photoshop sehr, sehr gut etabliert damals. Sollen wir eigentlich jetzt dann demnächst mal wieder zum Baum gehen? Ja, lass mich kurz meine 81 Pilze heimbringen. Ja, ich muss sowieso jetzt auch noch den Level starten. Ich mache jetzt erstmal eine frische Bauchspiegelung. Nicht Spiegelung. Einmal durchspülen. Ja, ja. Dreckwasser trinken. Großartig. Aber eigentlich brauchst du kein Wasser trinken. Ich habe jetzt schon seit Ewigkeiten kein Wasser getrunken und das nimmt dir halt ein bisschen Kondition, aber sonst macht es eigentlich nicht viel. Ja, gut, aber ich sollte halt Health regenerieren. Ich habe gar keinen Health. Ja. Ich guck halt die nächste Spinne an und du bist dort umgefallen. Ah, gut. Ist vielleicht doch eine Überlegung wert. Ich meine, ich teile gerne meine Pilze mit dir. Wenn du sowieso 5 Millionen gefühlt hast. Richtig. Die Körbe stelle ich mal lieber einen Block weiter nach innen. Wollen ja nicht, dass zufälligerweise ein Ding durch die Wand schlägt und dann sind wir gebumst. Ich drop dir mal 10 Pilze, dass ich die Fasern aufnehmen kann. Und dann schauen wir mal zu den Pilzen. Nach dem Part würde ich kurz wieder Zähne putzen und dann können wir nochmal zwei Parts wahrscheinlich aufnehmen. Yes, sir. Can't waste food. Can't waste food. Can't waste food. So, kannst ja in die Box gucken. Ich habe so 2, 3 mitgebracht. Habe auch ein paar Steine mitgebracht. Ah ja. Kannst du Pilze gönnen? Leg mal noch 1,5 Stacks Steine dazu oder so. Eine Sortieren-Taste wäre schön. Na, gibt's nicht. Schade. Ja, gut, den Rest kann man schon so mitnehmen, abgesehen von den Kilometern. Spring. Das kann man braten. So, jetzt hat es doch langsam hier auch einen Wert. Ich mache jetzt hier nochmal, ich mache das nochmal eine Stufe höher. Komm, mach. Achso, ich sollte mal gucken, dass ich mir wieder eine reguläre Fackel gebaut bekomme. Saft, Sprössling, Trockner, krass. Chunk. Dry Grass habe ich einen. Sprig nehme ich ein Stack mit. Saft. Saft, der wahrscheinlich eher als Harz zu übersetzen wäre. Oder war das dieses. Nee, das Effit Honeydew war nochmal was anderes. Das war ja so Ausstoßgerät von den Milben da.
Das war doch das, was die Ameisen, glaube ich, farmen. Die farmen doch so Blattläuse. Ja. Also, ich glaube, so müsste es gewesen sein. Genau. So. Ich halte das für eine ganz gute Idee, eine Verbindung zu nehmen. Das ist schon wieder ein Käfer, der mich aufessen will. Achtung, Käfer. Ich bin wohl abgehängt. Oh Gott, hier sind schon wieder. Sag mal, willst du nicht die einfach aus dem Lager nehmen? Ach nee, du baust hier vorne nochmal auf. Ja. Okay, verstehe. Dann nehme ich jetzt nicht extra die aus dem Lager. Ja, stimmt. Einfach nur zur Sicherheit. Das ist ja sowieso jetzt so eine Barriere. Kleine Grenze, Barriere jetzt noch für die Spinnen einfach. Falls sie doch auf die Idee kommen, uns zu verfolgen. Ja. Dass sie nicht gleich unseren Rest zerstören. Dass irgendwas anderes den Damage abkriegt. Ja, genau. Mehr soll das ja gar nicht machen. Ja gut, also von mir aus können wir dann in der nächsten Folge los. Sehr schön. Die Spinne gefällt mir da überhaupt nicht, die da immer mit dem Gesicht zur Wand steht. Nee. Die ist sehr suspicious. Du legst dich nicht mit mir an. Tut sie tatsächlich nicht. Oh, die sind nicht hier. Pflanzenfasern galore. Ach, da kriegt man Pflanzenfasern aus. Ja. Ah. Genau, einfach die Stummel weghauen. Ah, ist nicht doof, ja, sehr gut. Das habe ich eigentlich relativ am Anfang rausgefunden. Aber irgendwie nicht von mir da. Oh, Verzeihung. Ja, ich habe dir gerade eine Axt in den Hintern gehauen. Ich bin nicht gestorben, von dem her hat es mir nichts ausgemacht. Das erinnert mich an Faktoren. Hab mal mit einem Kumpel gespielt, ultramoddet. Und wir dachten, er hatte so eine OP-Rüstung an, eine ziemlich krasse Rüstung. Und ich wollte meine neue Knarre testen. Was ich nicht wusste ist, dass die Knarre Rüstung ignoriert. Ach nein. Logischerweise habe ich ihn damit gewonnen. Ach. Ja, war schon ein ganz schöner Fail. Aber sehr amüsant. Ich glaube ich. Mal kurz die Waffe testen. Piu, weg war. Die kann man mit der Faust auch wegmachen, okay. So. Ist das so? Ach du Schande, lass mal erst das Zeug einsammeln. Nicht, dass hier wieder 3 Millionen Sachen rumliegen. Für dich, ne? Bei mir ist da gar nichts. Schon schlimm genug auf dem Wasser. Durch das Wasserzeug brauche ich nicht durch wollen laufen. Also, spackt alles weg. Kollision des Todes. Da, nein, nützlich. Vorratskorb. Da kann ich da noch irgendwas dazu legen. Hier die Glowsticks. Schleimpilzstängel. Oh, klingt ja lecker. Hä? Achso. Hier irgendwie nicht getauscht. Keine Ahnung. Und das ist auch irgendwie komisch. Das Spiel selber fühlt sich sehr flüssig an.
Ja. Aber die Menüs nicht so wirklich. Ja. Weiß nicht, ob Geht's. das dir da auch so geht. Ja, bei mir ist es die, also auf der Xbox war es richtig flüssig und am PC ist das Menü bei mir auch ruckelig. Ich habe gedacht, das liegt jetzt nur an mir, aber in dem Fall ist es bei dir auch so. Ne, mit einer 1080 ist es auch so. Mal gucken, wie es mit der 3090 ist, wenn sie dann Mitte Oktober da ist. Wie viel da tatsächlich an der GPU hängt. Wobei ich auch wirklich überlegt hatte, meinen Prozessor vorzuverlegen. Aber da bräuchte ich nochmal irgendwie ein Tausi mehr. Weil Mainboard kostet halt auch nochmal 500-600 €. Ja. Und der Prozessor selber ist gerade günstigstens für 1700 zu haben. Also erstmal, ich müsste nochmal, wahrscheinlich nochmal, boah, weiß ich nicht, bis Januar oder so länger sparen. Aber kannst du so lange warten? Ich glaube nicht. Vom Ist Gefühl her. halt unpraktisch und ich hätte auch nicht so wirklich Bock drauf. Und so Genau. wie es derzeit steht, profitiert das meiste schon von der GPU. Dementsprechend hole ich mir eine neue Karte. Auch wenn 32 Kerne gerade für Sculpten ziemlich geil wären. Wo sind 32 Kerne nicht geil? Also für ZBrush. Ja. Ja gut. Ja, muss ich mal echt gucken, ob ich nächstes Jahr jetzt mein Praktikum machen kann oder ob ich Arbeit suche für die Semesterferien oder so. Also irgendwie auf die 2200 oder so kommen. Ja, das, wenn du einen guten Job hast, dann ist es, geht es ja relativ easy eigentlich. Ja, bloß im Moment ist halt Finden eher das Problem. Momentan Schwierig. sehr, sehr schwierig, ja. Ich bin sowieso gespannt, wie scheiße das wird mit Praktikum finden. Das ist momentan sehr, sehr schwierig, Es ja. kann durchaus sein, dass ich mein Praktikum halt in dem Semester vom Bachelor mache. Kann schon passieren. Zum Glück hat sie unsere Regelstudienzeit überall bei allen Studiengängen um ein Semester verlängert. Was richtig? Gibt ein besseres Gefühl, wenn man eins länger macht. Wenn man eins länger machen kann, ohne dass es irgendwie negativ Genau. auffällt. So rum. Ach so, und wenn man ohnehin eins länger macht, dann sowieso mache ich ja auch. So ist nicht. Ja. Dafür war einfach dieses Semester zu viel Bullshit passiert. Ja, das finde ich wichtig, finde ich gut. So, dann will ich sagen, für diese Folge. Warte, lass mich bitte kurz noch meinen Mist auskotzen. Oder so, ist Ich hab egal. noch so viel von diesem Das ist jetzt mal Faserzeug. hier so weit ganz, sieht es auch mal ganz ordentlich aus. Und dann können wir mal langsam los. Kilotonnen an Ressourcen gebunkert. Ja. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.